In Red Dead Redemption 2 sind uns von Beginn des Spiels an die Pinkertons erbarmungslos auf den Fersen. Aber wer sind diese Typen, die Dutch und seine Bande so erbarmungslos jagen? Das möchte ich mit euch in dieser Folge reale Hintergründe klären. Man könnte im Spiel meinen, dass die Pinkertons sowas wie die Gesetzeshüter im Wilden Westen waren. Ganz so einfach ist das Ganze aber nicht. Die Pinkertons gehören einer Detektei an, nämlich der Pinkerton-Agentur. Und die Pinkerton-Agentur ist ein US-amerikanischer privater Sicherheitsdienst, sowie eben genannt eine Detektei, die 1850 von dem Detektiv Alan Pinkerton als Pinkertons National Detective Agency in Chicago gegründet wurde. Alan Pinkerton war ein schottischer Detektiv, der 1842 in die USA kam. Er ließ sich mit seiner Frau 1843 in Dundee nieder, das ist etwa 70 Kilometer nordwestlich von Chicago, und dort betrieb er eine Böttcherei, nämlich Pinkertons One and Original Cooperage of Dundee. Das Geschäft florierte und bald arbeiteten 10 Handwerker in dieser Böttcherei für ihn. 1846 entdeckte Pinkerton dann den Aufenthaltsort einer Fälscherbande, wodurch diese vom örtlichen Sheriff festgenommen werden konnten. Aufgrund dieses Vorfalls bot ihm dann der Sheriff von Cook County eine Stelle an, und so zog Pinkerton dann mit seiner Familie 1849 nach Chicago und arbeitete dort dann als Detektiv bei der Polizei. 1850 verließ er den Polizeidienst dann wieder, um gemeinsam mit dem ehemaligen Staatsanwalt Edward Rucker die Northwestern Police Agency zu gründen. Wenig später wurde sie dann in Pinkerton Agency umbenannt. Das Emblem der Detektei war ein weit offenes Auge mit dem Spruch "We never sleep". Als erster durchschlagender Erfolg der Pinkerton-Agentur galt die Aufklärung eines Falles, bei welchem der Adams Express Company eine hohe Bargeldsumme geraubt worden war. Der Fall wurde aufgeklärt und das Geld konnte zurückgeführt werden. Schon im Sezessionskrieg war die Agentur maßgeblich an der Bildung des militärischen US-Geheimdienstes beteiligt. So wurde sie mit immer größeren Aufgaben betraut. 1861 scheiterte dann ein Mordkomplott gegen den US-Präsidenten Abraham Lincoln, weil die Pinkerton-Agentur die Attentatspläne rechtzeitig aufdeckte. Nachdem die Agentur anfänglich primär in Städten aktiv war, übernahm sie ab 1874 ungefähr auch Aufträge der Eisenbahngesellschaften. Dabei bekämpften sie unter anderem die James-Younger-Bande, die seit dem Bürgerkrieg Unruhe stiftete und die Eisenbahngesellschaften mit Überfällen terrorisierte. Aber die Pinkertons wurden nicht nur durchgängig als Gesetzeshüter oder Schutzengel gesehen. Sie wurden auch selbst des Terrorismus und Vigilantismus beschuldigt, wenn sie sich von Fabrikbesitzern zur Bekämpfung von Gewerkschaften und Streikenden anheuern ließen. Die Werkschutzeinheiten der Pinkertons übertrafen dabei oft die Stärke der regulären Armeen. So rekrutierten sie bei den Eisenbahnstreiks von 1877 eigens für die Demoralisierung der Streikenden Streikbrecher. Bei einem Streik 1892 kam es dabei sogar zu einer Schießerei zwischen den Streikenden und ca. 300 Agenten der Pinkertons, die der Fabrikant angeheuert hatte. Dabei kamen dann auf beiden Seiten mehrere Menschen ums Leben. Man kann an diesem Beispiel ganz gut sehen, dass die Pinkertons eben nicht ganz normale Gesetzeshüter waren. Nach dem Tod Alan Pinkertons übernahmen dann seine Söhne Robert und William die Leitung der Agentur, und 1999 wurde das Unternehmen von dem schwedischen Konzern Securitas AB übernommen. Es bietet dabei weiter unter dem Namen Pinkerton Corporate Risk Management Lösungen an. Die Pinkertons hatten allerdings auch eine große Wirkung auf die Literatur und eben auch die Medien, nämlich nicht nur in Red Dead Redemption 2 spielen sie eine Rolle, sondern eben auch in anderen Spielen und auch Filmen und Serien. Als Beispiele können hierbei die Serie Ripper Street genannt werden oder halt bei den Videospielen natürlich Bioshock Infinite. Ich liefere Ihnen eine Geschichte, die Ihnen der Teufel persönlich nicht besser erzählen könnte, egal wie viel Sie zahlen. Ich höre. Here.
ob die Pinkertons dann aber in Red Dead Redemption 2 am Ende Dutch Bundle wirklich stellen können, das müsst ihr selber herausfinden. Denn an dieser Stelle endet dieses Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben oder einen Daumen da lassen. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit Red Dead Redemption 2 und anderen Inhalten versorgt zu sein. Und mir bleibt nun am Ende nicht mehr zu sagen, außer reingehauen.